Was ist denn hier passiert? Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Verflucht, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Wahrscheinlich gar nichts. Hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Halt. Was? Ist da jemand drin? Weiß nicht. Was ist da? Ich... Jacob? Emma? Sind sie... Soll ich mal aufmachen? Ist dein Arschkumpel. Silber. Nimm die Silberne! Was, wenn's Nick ist? Was, wenn nicht? Okay, also der Motor ist im Arsch. Was auch sonst? Also, wenn ich ein Auto herzaubern könnte, würde ich's glatt machen. Warte, vielleicht kann ich's. Okay, sie ist gaga. Die Straße rauf ist ein Schrottplatz. Wir suchen da einen Wagen. Das könnte klappen. Klingt weit hergeholt. Hast du was Besseres vor? Nicht sterben? Ja, fände ich auch gut. Also hauen wir endlich hier ab. Okay, gut, nur weil du hier mit Logik Sinn machen willst, riskiere ich nicht Kopf und Kragen. Was ist mit Abby? Die ist im Sturmkeller sicher, wir müssen nicht alle los. Das stimmt. Abby, wir gehen zum Schrottplatz und versuchen, was zu finden, was uns hilft, hier rauszukommen. Okay, schafft ihr das? Na klar, du bleibst hier. Der Sturmkeller ist sicher. Seid vorsichtig. Sind wir. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Sei leise.
Sei du leise. Jacob! Hey, ich bin's! Himmel, was ist mit dir los? Steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung. Okay. Ich habe den Alten, den aus dem Wald, dran hantieren sehen. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleinen. Nicht meine Enkelin, nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Halt! Was ist das? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran. Wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan! Du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann? Sie geklaut! Du dummer Idiot! Ma! Ach, verdammt! Du mieses Stück Scheiße! Verschwinde! Hau ab von hier! Okay. Hilf mir da durch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still! Still! Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay, halt durch. Okay.
Hey, Mann! Gut, jetzt verkack's bloß nicht. Ich krieg das hin, ich krieg das hin. Konzentrier dich, Alter. Die anderen? Jake. Emma ist nicht dabei. Ich weiß nicht, wo sie ist. Aber du musst zu ihnen gehen. Nur pass auf, wir sind durch die Mine rein. Ich weiß nicht, ob es da auch rausgeht. Nicht meine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast. Für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten. Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du gesagt. Mann, was, wenn ich gewesen wäre? Oder, Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei! Ach, jetzt bin ich blind, du Scheißmistkerl! Blind und blind. Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du... Du Stück Scheiße! Ja? Rein, lauf! Ma, schick Bobby runter. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Willkommen. Hast du mich vermisst? Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Die Liebenden. Die Harmonie in ihrem Zwist beweisen stets die Funken ihrer Leidenschaft. Blut fließt aus dem Herzen. Du kannst es fast schmecken.
Und es zu schmecken kann lebensrettend sein. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Details? Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf. Pass wirklich gut auf.